Bei der italienischen Valentino-Studie hat man Patienten mit kolorektalen Karzinom metastasiert in der Erstlinienbehandlung mit Folfox behandelt. Und da alle Patienten auch Karas-Wildtyp-Tumore hatten, zusammen mit Panitumumab. Nur nach 4 Monaten dieser Therapie hat man untersucht, ob man besser das Panitumumab alleine weitergibt oder zusammen mit einer Chemotherapie mit 5-FU und Leucovorin. Nun, die Botschaft war betreffend dem progressionsfreien Überleben, dass sich die Kombination aus Chemotherapie und Panitumumab deutlich bewährt hat. Die progressionsfreie Zeit war um 3 Monate länger gegenüber einer alleinigen Antikörpertherapie mit Panitumumab. Was man auch wissen muss, und das ist von einem anderen Beitrag gekommen, ist, dass die Entwicklung von EGFR-Klonen im Tumor zunimmt. Das heißt, das weiß man, die Tumore werden irgendwann resistent. Was man zu diesem Thema noch ergänzen kann, ist, dass nach 5 Monaten, nach Stopp der Anti-EGFR-Therapie, die Sensitivität gegenüber Anti-EGFR-Antikörpern wie Cetuximab oder Panitumumab wieder zunimmt. Das heißt, diese Behandlung kann man auch im Sinn einer Re-Challenge wieder einsetzen. Also machen Sie besser eine Kombination aus Panitumumab oder Cetuximab, wenn Sie dieses Medikament wählen, zusammen mit Chemotherapie in der Haltungstherapie, und denken Sie daran, dass man auch diese Anti-EGFR-Antikörper immer wieder einsetzen kann, insbesondere wenn sonst keine Mutationen vorliegen.